Ja, hallo liebe Heimkino-Freunde, herzlich willkommen wieder bei GrobiTV, unserem YouTube-Kanal. Was habe ich vor mir hier? Wir haben gedacht, Trend scheint ja zu sein, Unboxing-Videos zu machen. Unboxing, ja, wieder mal so ein englisches Wort für eigentlich auspacken. Und so manche Leute packen ja doch ganz gerne vor Kamera ihr iPhone aus oder ihren neuen Projekt oder was auch immer. Da dachten wir mal, komm, probieren wir auch mal dieses Unboxing. Und ich habe hier was mitgebracht, was sicherlich in vielen Haushalten für großes Interesse sorgen wird. Denn es handelt sich hier um eine Lösung, wo wir einen Großteil von Lautsprecherkabeln mit, sag ich mal, ersetzen können. Jeder träumt davon oder viele träumen davon, drahtlos Lautsprecher zu verbinden. Und es gibt zwar diverse Lösungen, die auf WLAN oder auf Bluetooth-Systeme basieren, die haben aber doch gewisse, naja, ich sag mal, Problematiken und auch eine gewisse Störanfälligkeit. Und hier in unserer Nachbarschaft am schönen Niederrhein gibt es eine Firma, ein Ingenieurbüro, welches ein System entwickelt hat, was mittlerweile auch als eigenständiges Produkt verfügbar ist. Und das möchte ich euch jetzt mal demonstrieren. Es handelt sich also um ein System, womit wir in vielen Fällen Lautsprecherkabel komplett ersetzen können, weil wir das Ganze drahtlos von der Übertragung durchführen. So, was haben wir hier? Also erster Karton. Das ist unser erster überhaupt. Also das ist jetzt echt kein Quatsch. Wir gucken jetzt selber mal ganz gespannt hier rein, weil getestet haben wir es bis dato nur mit Testmodellen oder Testversionen. So sieht es also aus, wenn man es auspackt. Wir haben hier zwei wunderschöne kleine schwarze Kästchen drin. Die sind aus Aluminium. Das ist schon mal ein gutes Beispiel für eine hochwertige Signalverarbeitung und überhaupt eine hochwertige Verarbeitung. Dann haben wir hier das zweite Kästchen und die dürften sich eigentlich dadurch unterscheiden, dass ich bei ihm hier die Lautstärke regeln kann. Bei ihm kann ich auch die Lautstärke regeln, also schon mal kein Unterschied. Und dann gucken wir mal weiter. Auf der Rückseite haben wir eine Antenne, da haben wir einen Input und da haben wir einen Output. Und jetzt haben wir den Unterschied, das ist der Sender und das wird der Empfänger sein. Dann haben wir zwei Antennen. Die Antennen, die kann ich jetzt hier einfach draufstecken. Da wird hinten draufgeschraubt. Kennt ihr sicherlich von dem einen oder anderen WLAN-System, da gibt es das auch. Und nun kann ich folgende tolle Sache machen. Ich habe hier ein Funksystem, keins, was auf WLAN oder Bluetooth basiert, sondern auf einem 2,4 GHz System oder Frequenzband, sagt man da wohl schon. Das Problem, was wir da in der Vergangenheit aber häufig hatten, ist, dass wenn man sich einen bestimmten Kanal auswählt, dass es da auf diesem Kanal immer mal wieder Störungen geben kann. Und jetzt kommt hier schon so die erste richtige Besonderheit. Die haben hier die Auswahl von 15 Kanälen und die werden alle Sekunde, alle 15 Mal durchgescannt. Das heißt also, die Musik wird auf allen 15 Kanälen hintereinander durchgescannt, ohne dass wir irgendwas davon merken werden, dass es da Knacks oder ähnliches. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dann auf einem dieser Kanäle plötzlich mal was passiert, ist sowas von gering, dass da eigentlich nichts passieren kann. Dazu kommt, dass wir eine enorm hohe, ich sag mal, Geschwindigkeit haben. Wir haben also hier nicht eine Zeitverzögerung bei der Musikübertragung. Offiziell wird da ein Wert von 0,002 Millisekunden gesagt, also eigentlich vollkommen, ja, ich sag mal, gar nicht gar nicht wichtig in dem Bereich. Und jetzt gibt es also folgende Einsatzmöglichkeit. Netzteil ist natürlich auch noch drin. Wir können jetzt den Sender beispielsweise direkt an einem Verstärker anschließen. Oder an einen CD-Player oder wo auch immer ihr jetzt anschließen wollt. Wir brauchen ja nur diese zwei Cinch-Kabel. Setzen dann in einem anderen Raum, denn die Reichweite reicht bis zu 30 Meter und bei freier Sicht sogar bis zu 300 Meter. Setzen dann dieses System an den Verstärker dran, wo meine Musikanlage von mir aus ist. Und zwar auch wiederum ganz simpel über die Cinch-Eingänge. Haben dann die Möglichkeit, die Lautstärke hier vorne zu regeln auf eine, ich sag mal, bestimmte gefixte Lautstärke. Und den Rest mache ich dann ganz normal klassisch an meinem Verstärker. Und hier habe ich jetzt echt eine Möglichkeit mit relativ wenig Aufwand, preiswert, von der Qualität her wirklich high-endig, Ton, egal von welcher Quelle, in verschiedene Räume zu übertragen. Wenn ich verschiedene Räume meine, dann ist es auch wirklich so gedacht, dass man von einem System, von einem Sender bis zu vier verschiedene Empfänger nutzen kann. Und die sind dann einzeln wiederum an meiner vorhandenen Stereoanlage angeschlossen. An einem Aktivlautsprecher wäre auch eine Alternative, also Lautsprecher, wo ein Verstärker eingebaut ist, oder eben an so einen klassischen Verstärker, wie wir es hier haben. Ja, also ich habe da jetzt mal was vorbereitet, wie man so schön sagt. Eine typische Kombination, wie man das ganze Drahtlos-System einsetzen kann. Wir haben jetzt hier eine Quelle, das ist in dem Fall mal mein DVD-Spieler, Blu-ray-Spieler, kann natürlich auch ein Kassettendeck sein oder was auch immer. Schlussendlich müssen wir schauen, dass wir hier ein Kabelsignal rausbekommen, wie jetzt hier in dem Fall einen Cinch-Ausgang haben, weil wir haben ja hier auch einen Cinch-Eingang. Da ist das Netzteil und dann habe ich auf der gegenüberliegenden Seite, und die kann eben bis zu theoretisch im Haus 30 Meter entfernt sein, im Freien sogar bis 300 Meter, habe ich dann hier zwei aktive Lautsprecher, also Lautsprecher mit eingebauten Verstärker.
Und die sind wiederum auch mit Cinch-Kabel angeschlossen. Tja, und das war's eigentlich. Das System beim Einschalten erkennt automatisch die richtige Frequenz. Die beiden Geräte paaren sich, wie es so schön heißt. Und dann habe ich einmal einen Volumenregler vorne am Sender. Ich kann also die Lautstärke grundsätzlich hier einstellen. Und die eingestellte Basislautstärke kann ich dann auch nochmal hier am Empfänger jeweils verändern. Und wenn ich nun mal hier meinen Hightech Blu-ray Player aktiviere, da kommt jetzt ein bisschen Musik, dann seht ihr eigentlich, wenn ich jetzt also hier an meinem Sender gehe, kann ich jetzt hier die Lautstärke ändern. Oder ich kann sie natürlich auch am Empfänger entsprechend ändern. So, und das ist eigentlich ein perfektes System. Der Klang ist super. Das haben wir also schon mit deutlich größeren Lautsprechern benutzt. Deshalb wird es nicht umsonst auch als High-End-System beworben. Jetzt habt ihr keine Aktivlautsprecher, sondern ihr habt vielleicht Lautsprecher im Wohnzimmer, wo ihr das Problem habt, dass vielleicht die rückwärtigen Lautsprecher, also die Surround-Lautsprecher, aufgestellt werden sollen, aber leider sind keine Kabelkanäle im Wohnzimmer vorhanden. Und bevor man Krach kriegt, wir haben das Thema immer wieder hier ein bisschen im Vordergrund gestellt, was das Thema Zweisamkeit angeht, nämlich Lautsprecherkabel quer durch den Raum spannen oder legen, gibt es auch hier jetzt eine sehr durchdachte Lösung. Und zwar ist es das System hier. Hier ist direkt schon eine digitale Endstufe eingebaut. Das heißt, damit ersetze ich den Empfänger. Den könnte ich jetzt hier draufstellen und man sieht auf der Rückseite, wir haben hier direkt die Kabelanschlüsse, sodass wir also hier unsere Surround-Lautsprecher direkt anschließen können. Das können natürlich auch ganz andere Systeme sein, reines Stereo-System, was auch immer. Es können Deckenbeinbau-Lautsprecher sein. Wir haben wirklich eine digitale Endstufe, die auch ordentlich Bums macht und die auch von der Technik her sich mit einer sogenannten High-End, sage ich mal, digitalen Endstufe nicht zu verstecken muss. Stromanschluss, Antenne ran, automatisches Erkennen zwischen den beiden Geräten und das war's. So kann einfach die Konstellation aussehen. Wir haben hier den Sender an der Quelle angeschlossen oder am Verstärker über Cinch. Dann haben wir hier den Empfänger. Der Empfänger hat eine digitale Endstufe. Nachdem sie eingeschaltet worden sind, die beiden Systeme, haben die sich innerhalb von wenigen Sekunden erkannt. Und jetzt kann ich hier die Lautstärke entsprechend aktivieren. Und das einmal am Empfänger, aber auch eben am Sender. Und egal, ob ich jetzt hier die kleinen hier reingeschlossen habe oder mal hier so richtig große, kein Thema, kommen die super mit klar. Und die Reichweite, wir haben es jetzt hier im Haus probiert, reicht bis nach draußen. Denn ihr seht, dass wir hier die Anlage mal eben auch schnell aufgebaut haben. Und obwohl wir hier eine Luftlinie von gut 15 Meter haben, plus nochmal einige dicke Wände und einiges mehr, ist es überhaupt kein Problem vom Klang her und von der Stabilität auch. Denn das ist das Allerwichtigste. Es soll ja hier nun wirklich nicht keine Knackser etc. kommen. Selbst wenn Autos hier vorbeifahren. Also das ist schon eine ziemliche Beanspruchung für ein Funksystem. Und ich denke mal, es ist noch nicht mal so interessant, dass es vielleicht nur für den Privateinsatz in den eigenen vier Wänden genutzt werden kann, sondern sogar für einen gewerblichen Einsatz. Da, wo schnell eine stabile und zuverlässige Lösung gesucht wird für die Tonübertragung. Egal, ob jetzt passiv, wie wir es zuerst gezeigt haben, oder mit einem aktiven System, also mit eingebauten Verstärker. Ja, wenn ihr dann noch zu weitere Fragen habt, kommt zu uns. Wir zeigen euch da einiges gerne. Also man sieht, Lautsprecherkabel müssen nicht mehr unbedingt überall eingesetzt werden. Bis demnächst.